Also ich hatte das Gefühl, ich muss mich einfach selbst verwirklichen. Also ich verkaufe hauptsächlich Seifenschalen, aus Beton gefertigt jeweils die Schalen, alles handgemacht und dann aber mit Kunstharzen ausgegossen, sodass man immer noch einen kleinen Hingucker im Bad hat zum Beispiel. Und mein ursprünglicher Beruf ist Einzelhandelskauffrau. Grundsätzlich hat mir der Job ganz gut gefallen, nur ja, Arbeitszeiten und so weiter sind natürlich nicht immer so das Gelbe vom Ei und ich muss auch sagen, ich bin keine gute Angestellte. Ich muss nicht für jemand anderen irgendwas machen. Ich kann meine Sachen machen. Wenn ich was schlecht mache, ist es mein Problem. Wenn ich was gut mache, umso besser. Man hadert die ganze Zeit mit sich selbst. Einerseits will man es machen, andererseits hat man keine Garantie. Mit Herzen dabei sein, ist, glaube ich, das Wichtigste. Ja, nicht vor allen Dingen, nicht vor Rückschlägen zurückschrecken lassen. Also man braucht auch einen langen Atem.